Hallo, es geht weiter mit Let's Play Tales of Symphonia. Beim letzten Mal hat sich Gnome uns angeschlossen nach einem, erst ganz einfachen, dann doch etwas krasseren Kampf. Presti hat ihren Titel Tsunami bekommen. Wie ein wütender Sturm, ein Sturm aus Stahl, der alles zerstört. Am Ende des Kampfes nichts. Okay, das ist glaube ich ihr Level 40 Titel. Ja, sie ist Level 40. Wir haben außerdem noch einen Rubin bekommen. Ah, Erdverteidigung, ja. Überraschung. Und Reliquie. Stellt im regelmäßigen Abständen 3% der maximalen KP wieder her. Das ist eigentlich ganz cool. Hat denn irgendjemand irgendwas, was nicht so cool ist? Ach, du hast aber den Blitzschutz aktuell. Ja, dann nimm du mal das. Nimm du mal das Cape. Ah, sie hat das KP-Ding sogar. Egal. Betäubung, Verteidigung, Lähmung, Stärke. Ja, ihr habt eigentlich alle ganz coole Sachen. Giftblocker. Gibt doch kaum noch Feinde, die vergiften. Selbst wenn Gift ist nicht gerade das Schlimmste, was uns passieren kann aktuell. Schwäche und Flüche, Aquacape. Okay, wir haben richtig coole Sachen inzwischen. So, das Band. Gnome ist niedlich. Niedlich? Findest du? Schau dir das Band auf seinem Kopf an, wie es sich dreht und dreht und dreht. Da wir gerade von Bändern reden, Priseas Band ist auch niedlich. Mein Band dreht sich nicht. Prisea, warte! Mann, ernsthaft, ich glaube nicht, dass auf Gnomes Kopf ein Band ist. Das ist ein Propellerband? Für mich war das immer eine Propellerschleife. Es wird doch immer eine Propellerschleife für mich bleiben. Mithril-Armreif. Armreif, yay. Okay. So, wir laufen hier gerade einen neuen Weg. Nach draußen fällt mir auch, aber wir sind beim letzten Mal von oben runtergekracht. Das heißt, den Teil vom Dungeon kennen wir noch gar nicht. Oder? Wie komme ich denn an diese Kiste ran? Das stresst mich, ich will die haben. Ha. So. Ich merke gerade, wir sind noch halb tot von dem Bosskampf. Aber Rain wird sich schon darum kümmern. So, ich glaube, China kann ich eigentlich auch mal wieder aus der Party rausnehmen. Ich glaube, Colette muss noch Attacken lernen, nachdem sie jetzt so lange nicht dabei war. Ja. Okay. Schauen wir mal. China, ich glaube, du kannst nämlich alles. Ja. Kann man auch wieder anmachen. Oder ich packe Läufe wieder rein. Oder, oh mein Gott, Colette. Okay. Coletti, du warst so lange nicht dabei. Ich mag das schon. Wie komme ich denn... Also doch so, ich war nur auf der falschen Seite, als ich das probiert habe, immer. Mithril Brustpanzer. Colette? Ja. Ha. Hä? Moment, jetzt bin ich verwirrt. Ich will hier raus. Wo ist der Ausgang? Da komme ich nicht hoch. Da komme ich nicht rüber. Hier ist kein... Warum sieht hier alles so anders aus? Da geht's nicht... Wow, okay. Wir schaffen das. Ich finde den Rückweg. War hier noch ein Weg? Vielleicht hier hinten. Ich komme da gar nicht hoch. Okay. Hier hinten dran? Nö, ne? Ne, das wäre ja auch übelst versteckt. Hier unten ist bestimmt nur der Tod. Okay, geht nicht mal. Geht hier nicht mal runter. Okay, so, Moment. Hier ist nur ein Weg. Ja. Hier ist auch nichts weiter. Hier ist auch nur ein Weg. Da kann ich auch nicht runter. Nö.
Das da unten ist der ursprüngliche Weg, wo wir hergekommen sind. Ja, okay, natürlich. Ich mache hier einfach ein Erdbeben, dann komme ich hier hoch. Aha. Ah ja, das ist dann wieder der alte Weg. Okay, ich verstehe. Das da unten war nur der Geheimgang, ne? Moment, war da nicht noch ein Weg? Hier war auch noch ein Weg. Was ist hier denn noch? Es fehlt jemand. Es fehlt jemand. Aha. Aber wer fehlt? Und wo finde ich diese Person? Das könnte noch wichtig sein. Aber wir waren doch überall, oder? Es sei denn, der Gnome ist auch noch in irgendeinem anderen Dungeon. Ich meine, der erste Gnome war ja auch in der Mine. In der Mine? Ja, in der Mine. Mine? Doch, der täuscht mich. Aber da war sonst niemand mehr. Die hatten wir ja auch alles erkundet. Also eigentlich... Ramen. Was kochen wir eigentlich aktuell? Ramen. Ramen. Brauchen wir das noch? Ja, das brauchen wir noch. Okay. So. Gnom. War hier noch ein Weg? Nein. Kann ich mich eigentlich hier runterstürzen? Geht das? Nein! Hier sind nur Feinde. Ach ja. Okay. Raupies. So, Colette, wolltest du nicht mal irgendwas lernen? Triple Ray Thrust zum Beispiel. Dankeschön. Und Ring Cyclone. Vielleicht noch? Ja? Nein? Nee. Geh weg. Nee, hier ist nichts. Hier ist nichts. Ich habe ja immer noch in Erinnerung, dass es hier so einen Drachen gab, wo man so schön Geld sammeln konnte. Ich habe das Gefühl, der ist da unten, wo wir gerade nicht hinkommen. Weil uns ein Gnom fehlt. Wo war mein Flugzeug? Oh mein Gott. Welcher Knopf war für das Flugzeug? Ich habe zu viele andere Spiele gespielt die Woche. Flugzeugknopf. Ah. Jetzt habe ich alles gleichzeitig gedrückt. Weiß nicht, welcher es war. Egal. Wir kriegen das schon hin. So. Wartet mal ganz kurz. Ich gucke gerade nach. So. Wir fliegen jetzt mal ganz unauffällig zu Altessas Haus. Das ist da. Okay. Die Steuerung macht mich gerade nur minimal wahnsinnig. Wir schaffen das. Altessa, ich habe gehört, da hat sich ein Gnom in deinem Haus versteckt. Den brauche ich. Hier, runter. Landen, okay. So, Gnom. Nur die Frage, war der vorher noch nicht da? Oder haben wir ihn einfach nicht gesehen? Ich sehe keinen. Okay, war der noch nicht da oder habe ich ihn nicht gesehen? Ich meine, wir mussten ja für den anderen Gnomen im Dungeon mussten wir ja Curry kochen. Wir haben das Curry-Rezept ja von Tabitha bekommen. Also es passt schon, dass der hier ist, aber. Hey, Ina, hat ihr meinen großen Bruder gesehen? Was zum... Wovon der Teufel sprichst du? Mein großer Bruder ist immer noch nicht zurück. Ich bin auf der Suche nach ihm. Dein Bruder ist bereits nach Hause gegangen. Wirklich? Echt wahr? Wirklich. Also, sie suchen bestimmt nach dir. Du solltest nach Hause gehen. Wirklich? Ich gehe nach Hause. Okay. Gnom gefunden. Zurück.
Zum... Ah, Kreis. Kreis. Kreis ist der Knopf für die Riads. Okidoki. So, Moment. Ich muss mal die Kamera drehen, dass wir nach Norden gucken. So. Norden gucken. Dankeschön. Und jetzt ist es für mich einfacher. Einfach nur auf die Weltkarte zu gucken, während wir fliegen. Ja, wir fliegen rückwärts und seitwärts. Es ist mir egal. Es funktioniert. Hauptsache, wir kommen unser Ziel. Ich fliege besser, als ich Boot fahre. Das müsst ihr zugeben. Einfach, weil es hier keine Anlegestellen gibt, gegen die ich stoßen könnte. So. Okay. Tempel der Erde. Rein da. Erdbeben mitnehmen. Falls wir es brauchen. So. Hier sind keine Feinde in unserem Weg. Hier können wir runter durch den Geheimgang. Es sollten hier 5 Gnome sein, die uns bitte vorbeilassen. Wo ist der andere? Einer fehlt. Oh. Oh, sind alle da. Los geht's, ihr Nieten. Er ist durch uns durchgelaufen, der eine. Habt ihr gesehen? Ja. Drachi! Ah, ich wusste doch, dass hier der Drache war. Also ein bisschen was erinnere ich mich doch noch von diesem Spiel, ne? Ich habe es oft genug gespielt. Und eine Weile... Oh, ich wollte gerade Hellfire machen, aber er macht weder Feuer noch Schwert. Das ist traurig. Dann halt... Okay, irgendwas, um dich von meinen Magiern da hinten wegzuhalten. Wie viel Leben hatte der? Das ist einiges. Mache ich mir überhaupt Schaden mit meinem Schwert? Nee, ne? Also richtig null. Moment, ich habe ein Feuerschwert. Halt, stopp. Liegt das daran? Oder ist das Schwert generell? Ah, okay. Feuerschwert ist ganz schlechte Idee gegen den. Merk schon. Au. Au. Wow. Okay. Kriege das hin? Zellos und deine 3 Magier. Au. Ich halte dich weg von Aua, meinen Freunden Aua. Oh, Genius. Nein. Kind. Manchmal dir echt nicht zu helfen. So. Ha. Und jetzt nimm die Unisono-Attacke. Oder auch nicht. Ach, und sollte ich auch treffen. Okay. Aua. Ha. Ja, vermöbel mich. Weißt du was? Ich versuch's gar nicht mehr. Ich bleibe einfach hier stehen und heil mich. Ja, dann verprügelt er halt Colette. Oh mein Gott, Zellos, du brauchst viel zu lange zum Casten. Das ist ja furchtbar. Okay, mach du denn das. Jetzt stirb schon, Drachi. Okay. Ach, wow, Genius macht ihm 6 Schaden mit seiner Waffe. So. Und Geld. 1000. 1000? Haben die das genervt? In der Version. Ich könnte schwören, in der GameCube-Version waren es 10.000, weil ich erinnere mich, dass ich hier immer Geld gesammelt habe. Und das würde ich nicht machen, wenn es nur 1000 gibt. Weil der Drache ist schon ein anstrengender Gegner. Ha. Hey, Nebel im Schlüssel vibriert. Dann ist das. Okay, machen wir es mal auf. Höllenschlund gefunden. Ich wusste es, ist eine Waffe der Finsternis. Yay, okay. Aber allein deswegen mussten wir hierher. Ich bin sehr enttäuscht von diesem Drachen. Oder bringt der mehr Geld, wenn man die Schwierigkeit hochstellt? Ich weiß nicht mehr. In manchen Teils aufteilen ist es so, dass die Feinde mehr Erfahrungspunkte und mehr Geld bringen, wenn man die Schwierigkeit hochstellt. Ich weiß gerade nicht mehr, ob das in Symphonia so war. Enttäuschung. Okay, Kreis. Kamera nach Norden drehen. Und auf Richtung Eiskontinent. So. Wir haben gehört, dass Celsius hier ist. Ich erinnere mich sogar noch, dass wir in der Stadt gehört haben, dass wir 3 Pinguinfedern brauchen für irgendwas und damit irgendwas zu tun. Pinguinhandschuhe. Um irgendwas anfassen zu können. Wir schaffen das. Jedenfalls brauchen wir erstmal 3 Pinguinfedern. Zähler Dungeon. Das sieht so verdächtig aus. Ja, perfekt. Ha. Okay. So, wir müssen die Feinde mitnehmen. Weil ich schätze immer, wir kriegen die Pinguinfedern von
Pinguin. Gut, was haben wir hier? Ein Eiskrieger. Du magst kein Feuer. Wie wär's denn mit Hellfire? Vielleicht hätte ich mal im Hotel übernachten sollen. Hellfire. Okay. So. Ein Pinguin. Der mag auch kein Feuer. Oh, ich glaube, ich werde in diesem Eis-Dungeon viel Spaß mit Hellfire haben. Das haben wir noch. Silberharp hier. Oh, die mögen keine Erde. Okay. So. Oh, die können Eistornado. Das ist nicht so schön. Oh mein Gott. Ja, wir sammeln 3 Federn und dann gehen wir schlafen. In der Hoffnung, dass wir es überleben, 3 Federn zu sammeln. Ich sollte die Party mal austauschen. Ich glaube, den anderen geht's noch gut. Weil die nicht in diesem Bosskampf dabei waren. Ich treffe fliegende Feinde einfach nicht. Es ist einfach nicht möglich. Ich habe keine TP. Wow. Wow. Okay. Hopp. Komm schon. Wow. Okay. Was sagt denn der Rest der Gruppe so? Ja, ihr seht besser aus. Persea. Riege. China. Lloyd. Ob das so klug ist ohne Heiler? Ach, was soll schon schief gehen? Berühmte letzte Worte. Defensor. Aha. Signum. Oh, okay. Eine Robe. Hat sie schon. Okay. Dann nicht. So, ich glaube, Persea hatte doch neue Attacken gelernt, oder? Genau. Neues Punishment. Ja, Devastation? Noch nicht. Okay. Also, Destruction und Punishment haben wir neu. Okay. Pinguin. Pinguin. Hi. Oh. Ein Mithril-Schild. Bestimmt für Zelos. Hey, Pinguin. Gib mir perfekt deine Federn. Eure Federn. So. Es hat mich nicht weggefetzt. So. Er hat Dragon Dance gelernt. Das ist ein sehr großer Schneeball. Pinguinfeder. Eine haben wir bekommen? Wirklich? Eine? Wie viel haben wir jetzt? Eine. Okay. Wir kriegen das hin. Hey du Wurm. Komm mal her. Raupe eher als Wurm. Ew. Die sind neu. Ja. Okay. So kaputt. Und der nächste kaputt. Ach, das hier macht Spaß. Einfach pure Zerstörung. So. Und du kaputt. Pinguinfeder. Sehr schön. Eine noch. Ich gucke hier mal ganz kurz rein. Und dann gehe ich wieder. Haha. Pinguin. 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 Perfekt. Sollte doch zumindest bitte eine Feder dabei sein. Komm schon, lass mich ausholen. So, irgendwas, keine Ahnung. Oh. Schade, keine Kombi gefunden. Plop. Plop. Eine Pinguinfeder. Perfekt. Colette hat irgendwas erhalten. Engelskill. Gefahren werden mit heiligem Licht abgewehrt. An den Move kann ich mich gar nicht erinnern. Warum kochst du nicht mehr, Rain? Oh, weil wir keine Zutaten mehr haben. Na gut. Obsttorte für uns auch Zutaten. Oh, den Rest kannst du schon gut. Okay, dann lassen wir Riegel kochen. Reisbällchen. Reisbällchen. Einfach, simple Reisbällchen. So, wir haben jetzt... Ich habe mich nicht verzählt, oder? Wir haben jetzt 3. Falsch. Items. Pinguinfeder. 3. Gut. So, dann gehen wir jetzt zurück nach Flanois.
Denn wir haben ja... Ach komm, wir sind faul und fliegen. Denn wir haben ja gehört, dass wir hier ein Accessoire bekommen können. Handschuhe, Accessoire, irgendwas. Ich wollte schlafen. Ich gehe erst schlafen, sonst vergesse ich es wieder. Schlafen, schlafen, schlafen. Haben wir mit dem Hund geredet? Pucci. Ja, wir haben mit Pucci geredet. Kann ich hier schlafen? Ich möchte schlafen. Ja. Vielen Dank, vielen Dank. So. Packen wir aber Rain wieder rein. Und Genus? Wollte ich nicht ganz viel Spaß haben mit ganz viel Hellfire? So. Außerdem sind wir in der Stadt. Wir sollten die Ladies anquatschen unterwegs. Und ein bisschen Geld bekommen, nachdem der Drache so eine Enttäuschung ist. Okay. Wo war der Accessoire-Laden? Hier? Ich glaube, der war es, oder? Ja. Oh, ihr habt 3 Pinguinfedern. Ich mache euch ein paar Pinguinhandschuhe. Gebt mir die Federn. Ja. Oh, gut, gut. Ich glaube, mein erster Auftrag hat lange. Nur 1 Minute. Genauso klingt es, wenn man Federn in Handschuhe verwandelt. Welche nehme ich? Pinguinhandschuhe. Pinguinhandschuhe. Die sind schlecht. Das ist gut. Die sind wirklich schlecht. Oh, warte, Schild. Okay. Danke, dass du mich gerettet hast. Genus, bitte. Dies ist für dich. Was? Was ist das? Das ist mein Dank für meine Rettung. Oh, wow. Ich bin so glücklich. Darf ich es öffnen? Ja, es gehört dir. Wow, ich frage mich, was da voll drin ist. Ein geschnitzter Bär. Wie? Ein Amulett für Reichtum. Oh, yeah, das ist toll. Wirklich. Weil es ein Geschenk von Persea ist. Ein Geschenk von Persea. Für mich. Ach, Genus. So. Gab's hier einen normalen Händler? Du? Ah, der hat Essen. Ich meine, Essen nehmen wir auch, ne? So ist nicht. Was brauchen wir denn? Fleisch. Oh, das ist teures Fleisch. Ich hätte eigentlich gerne so ein paar magische Augen. Das wäre cool. Da war die Arztpraxis. Nö. Nö. Da war gerade ein Skit. No. Das ist ein Waffenhändler? Gibt's hier keinen normalen Händler? Nö, das ist nur Waffen. Ha. Ha. Ach, dann halt nicht. So. Oder war im Hotel? Nee, im Hotel. Kommt der Skit nochmal? Ich habe irgendwas mit Zellos gelesen, aber ich bin schon zu schnell ins nächste. Ja. Zellos Nachhilfe. Hast du dich entschieden, was du Persea schenken willst? Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Okay, anscheinend muss der große Meister der Liebe, Mr. Zellos, dir Nachhilfe über die Auswahl von Geschenken erteilen. Hör zu, das Wichtigste ist, dass der Beschenkte über das Geschenk glücklich ist. Daher solltest du gründlich darüber nachdenken, was Persea glücklich machen würde. Was sie glücklich macht. Also, denk gut darüber nach. Ich find's schön, wie innerhalb dieser Skits auch so eine kleine Geschichte nebenher noch abläuft. So, Persea hat ihm was geschenkt, er will ihm zum Dank was zurückschenken. Wir kriegen bestimmt dann noch ein Skit und erfahren, was er ihr zurückschenkt. So, beim nächsten Mal gehen wir dann zurück in den Eisdungeon und werden einen Pakt mit Celsius schließen. Also dann!
Ciao, ciao.